Hallo lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute gemeinsam anschauen im Kollektiven, was für eine Liebesnachricht dich erwartet, ja? Ich werde so gut es geht diese Person beschreiben, ja, die dir quasi diese Nachricht sendet, ja, oder dir diese Wörter sagen möchte, okay? Das ist ja so, liebe Schützelein, dass alles, was ich jetzt hier preisgebe, kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren, ja? Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond- oder Venus-Sternzeichen an, ja? Und was auch wichtig ist, wo ich jetzt quasi jetzt diese Person beschreibe, ja, kann gut sein, dass diese Energie auch deine ist teilweise, ja. Dass du jetzt sagst, Katja, du hast ja nicht ihn beschrieben oder sie, sondern du hast mich beschrieben. Ja, dann ist diese Message wirklich an dich gedacht, ja. Also diese Message möchte dir hundertprozentig etwas sagen, weil ich ja auch dich beschreibe, ja, als Person. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns gleich loslegen, liebe Schütze. Für dich im Kollektiven mit den Indizienkarten, was bekommen wir hier preis? Was sagen uns die Karten? Ja, mit wem hast du hier zu tun? Wer ist diese Person? Mal schauen, was uns preisgegeben wird. Alla belle chiara, diese Person hat eine helle Haut, ja, also helles Hautton. Auf jeden Fall denke ich mir, kein Mensch, der hier jetzt irgendwie im Solarium geht, ja, weil wenn es zu hell ist, ist es nicht gut. Das ist eine Person, die wahrscheinlich auch vielleicht helle Haare haben könnte, das kommt aber immer drauf an, ja. Ah, und Tatuaggio, diese Person ist tatuiert, also ein Tattoo, vielleicht auch ein kleines Tattoo, das kann aber auch gut sein. Diese Karte ist an dich gewendet, ja, du bist hier tatuiert. Non è affidabile, das ist eine Person, das ist jetzt keine negative Karte, ja, also es gibt keine negative und positive Karten, es sind einfach Charakter, man beschreibt jetzt hier jemand vom Charakter her, ja, das ist halt eine Karte, die sagt, du kannst dieser Person nicht etwas anvertrauen oder du kannst ihm nicht eine Aufgabe geben, weil er diese Aufgabe nicht meistern wird, also non è affidabile, das ist ja das Gegenteil, wenn du sagst, du kannst auf diese Person zählen. Du kannst auf diese Person nicht zählen. Weil zum Beispiel, ich mache jetzt noch mal ein Beispiel, du sagst dieser Person, komm, lass uns jetzt um diese Uhrzeit treffen. Der wird wahrscheinlich später kommen oder der wird gar nicht kommen. Verstehst du das? Der vergisst auch sehr vieles oder sie ist da irgendwie auch vergesslich. Molti amici, diese Person hat viele Freunde. Ja? Das könnte gut sein, dass man hier dich beschreibt, ja? Liebe Schützelein, oder auch diese Person, die dir gerade diese Message sendet. Okay, gut, machen wir weiter mit der Dynamik und zwar auch die Message. Ja, was für eine Message diese Person dir quasi hier übertragen möchte oder sagen möchte, aber traut sich nicht. Manchmal ist es ja auch so, die Personen wollen uns etwas preisgeben, aber schaffen es nicht. Ja, die sind da entweder zu schüchtern oder es gibt ein Problem oder sie stehen nicht zu seinen Gefühlen. Ja, das könnte ja auch das Problem sein. Viele Menschen gestehen sich selber nicht die Gefühle, obwohl sie etwas fühlen. Ja, sie wissen das, aber sagen das nicht. Ja, voglio conoscerti meglio. Also diese Person, das könnte gut sein, du hast diese Person vor kurzem kennengelernt. Kann nur das sein, weil diese Person sagt, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich weiß noch zu wenig von dir, ja? Voglio aggiustare le cose tra di noi. Oh mein Gott, okay, jetzt haben wir schon mal zwei Energien, weil diese Karte hat mit dieser Karte nichts am Hut, ja? Also hier ist jemand, der sagt, ich möchte die Dinge reparieren. Ich würde gerne die Dinge für uns, also dass es wieder gut läuft. Hier ist aber eine Person und sagt, ich möchte dich besser kennenlernen. Entweder hast du vor kurzem jemanden kennengelernt, dann könnte das hinhauen, dass du aber sagst, der hat schon einen Fehler gemacht. Kaum haben wir uns kennengelernt, schon ist der Fehler passiert. Ja, das ist irgendetwas passiert zwischen uns zwei. Und diese Person möchte hier wieder die Dinge reparieren. Oder tatsächlich ist es so, dass diese Person hier eine andere Person ist wie die. Das ist hier die Vergangenheit und das ist hier eine neue Person, okay? Lieber Schütze. Schauen wir weiter. Aspetto tuo messaggio. Diese Person wartet, dass du ihm schreibst oder dass du ihr schreibst, okay? Das kommt aber immer drauf an, lieber Schützelein, wer diese Legung sich anhört. Was erlebst du? Weil hier ist dieses Wiedersehen da. Non vedo l'ora di vederti. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich möchte dich sehen, ja?
du bist für mich wichtig, würde ich ja sagen. Ja, du spielst schon eine Rolle in meinem Leben. Und ich kann es kaum erwarten, dass du mir schreibst, dass du dich bei mir meldest. Und natürlicherweise kann ich es kaum erwarten, dich zu sehen. Das kann aber auch gut sein, wir reden hier von dir. Du hast hier selber diesen Drang, dass du sagst, ich kann es kaum erwarten, dass diese Person mir schreibt, dass diese Person wieder zurückkehrt. Ja? Aber die Message lautet hier, ich möchte dich kennenlernen. Näher, ja? Das gefällt mir. Mit dir zusammen zu sein, gefällt mir. Das ist eine schöne Situation, sehr angenehm. Diese Person könnte eine SMS von dir erwarten oder denkt, dass du jetzt mit ihm oder mit ihr kommunizierst und kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ganz einfach und simpel. Ja? Das ist die Message hier auch. Okay, schauen wir uns das jetzt mit Amore e Dramma. Ich sage immer, mal gucken, ob das mehr Liebe ist oder mehr Drama ist bei dieser Situation, ja? Gar nicht einfach. Für dich, lieber Schützelein. Im Kollektiven, natürlicherweise, ja, ist nicht für jeden gedacht. Dispiacere. Jemand ist hier traurig, jemand hat hier etwas erfahren oder jemand macht hier etwas mit. Blocco, diese Person ist blockiert. Das könnte gut sein. Es spielt hier eine große Rolle, was er gerade tut. Wo er gerade sich befindet. Ich rede jetzt in diese weibliche Energie, dass du jetzt hier eine Frau bist. Wenn du aber ein Mann bist, setzt du es um. Es kann gut sein, dass diese Frau hier blockiert ist. Ja? Blockade kann gut sein durch eine andere Person oder auch beruflich oder auch emotionalmäßig. Diese Person erlebt gerade wirklich so wie so eine Achterbahn. Es geschieht hier alles, okay? Und das ist jetzt hier diese Blockade bei dieser Person, ja? Weil diese Person merkt man schon, dass hier etwas nicht stimmt. Tempo divino. Nach der richtigen göttlichen Zeit wird hier etwas geschehen. Kann gut sein, dass er dir schreiben wird, dass er sich melden wird wieder. Er hat sich Zeit genommen, er hat sich distanziert von dir, okay? Es ist eine Pause zwischen euch zwei und dann plötzlich meldet er sich wieder. Oder du sagst, Katja, er hat sich eine Pause genommen, meldet sich jetzt plötzlich wieder bei mir. Ja, weil er hatte Schwierigkeiten. Verstehst du das? Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, was für Schwierigkeiten er hatte. Aber er trägt eine Maske. Diese Person steht nicht zu sich selbst. Das ist wie wenn diese Person etwas unterdrücken würde. Verstehst du das? Also ich habe das Gefühl, dass du hier diese Person aber schon diese Maske abgesetzt hast. Du weißt hier bereits schon alles. Du könntest hier schon die Wahrheit erfahren haben. Oder du hast hier herausgefunden, dass hier dein Ex auch eine große Rolle spielt. Und dass du jetzt quasi hier sagst, nee, das will ich gar nicht, ja? Ich will diese Situation nicht haben. Ich habe schon längst jemand Neues kennengelernt und ich fokussiere mich jetzt auf die neue Situation. Oder tatsächlich, lieber Schütze, du hast mit jemandem zu tun, ja, dem du neu kennengelernt hast und er erlebt diese Schwierigkeiten, auch mit einem Kontrapart. Verstehst du? Das ist so, wie du ein Ex gehabt hast oder eine Ex-Freundin, hat diese Person genauso eine Vergangenheit. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir haben alle eine Vergangenheit, ja? Es gibt Menschen energetisch, das merke ich immer wieder bei diesen privaten Legungen, die sagen zu mir, ja, aber das ist schon jahrelang, dass sie keinen Kontakt mehr haben. Aber energetisch kommt diese Dame raus oder energetisch ist dieser Mann immer noch präsent, weil diese Person noch nicht abgeschlossen hat. Und das sehe ich nicht, sondern das sehen meine Geistführer. Das ist ja so nicht, dass ich das erfinde. Und tatsächlich stimmt das dann auch, was ich erzähle, ja? Weil das so ist, weil diese Person eine wichtige Rolle spielt. Verstehst du das? Und diese Person ist noch nicht bereit, die andere oder den anderen loszulassen. Und es ist aber sinnvoll, wenn du eine neue Situation starten willst, wenn du eine neue Angelegenheit haben möchtest. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, weil ohne das geht das gar nicht. Verstehst du das? Ohne diese neue Angelegenheit, ohne dieses Zurücklassen, sich zu distanzieren von einer alten Energie, kann das andere nicht funktionieren. Okay, also ich weiß jetzt nicht, bist du das oder ist es die Kontrapart, quasi diese Person, die hier diese Message dir schickt, ja? Okay, was für eine Message können wir lesen, ja? Quasi, ob er dir schreiben wird, eine SMS oder sagt es dir persönlich, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Manche trauen sich nicht, heutzutage passiert immer alles mit Internet, jeder schreibt sich etwas, ja, das sind wenige Menschen, die wirklich heutzutage kommunizieren. Herz an Herz,
Auge zu Auge, ja, das ist doch Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ja. Ich sage dir, da bin ich ein bisschen altmodisch, aber ich bin besser so dran, als mit dieser ganzen Zeit alles immer im Internet preiszugeben, ja. Für dich im Kollektiven. Attendi il tempo giusto e sarà per sempre. Wow. Tempo divino. Und hier ist auch noch die Zeit. Das ist der Wahnsinn, wie die Karten resonieren. Wow, liebe Schütze. Hier hast du schon mal symbolisch ein Zeichen. Verstehst du das? Das ist wie wenn das Universum dir auch schon etwas sagt. In dieser Legung hier. Das Universum sagt, alles geschieht nach der richtigen Zeitpunkt. Nach dieser göttlichen Zeit. Und hier oben auch. Tempo giusto. Und wer weiß, vielleicht kommen wir für immer zusammen. Ich sage vielleicht, weil ich dieses für immer und ewig nicht mag. Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht an sowas. Ja? Ich bin auch selber verheiratet, sag es die ganze Zeit. Aber weißt du, für immer und ewig geht das nicht. Das geht nur, wenn zwei Menschen miteinander resonieren. Sobald der eine schon weiter ist wie der andere und der andere kommt nicht mit, da gehen die zwei auseinander. Es ist immer so, weil sie energetisch nichts mehr zu teilen haben. Der eine spiegelt nicht mehr den anderen etwas. Der eine ist schon weiter, der andere ist zurückgeblieben, holt sich eine Person, die immer noch in dieser niedrigen Frequenz ist. Ja, das ist so. Und immer so weiter geht es. Bis dann diese Personen vielleicht wieder aneinander treffen. Manchmal ist es auch so, jeder braucht eine andere Situation. Und dann trifft man sich wieder im Mittelpunkt. Zwei Menschen, die zusammen waren in der Vergangenheit, kommen aber wieder zusammen, weil sie gelernt haben. Beide haben etwas anderes gelernt, aber sie sind im gleichen Punkt. Diese Karte sagt als Message, warte, ja, das Warten ist hier mit einem richtigen Zeitpunkt, okay? Das Warten wird sich lohnen hier, weil dann kommen wir zusammen, sagt diese Person hier, okay? Ich weiß jetzt nicht, ist er jetzt hier in Schwierigkeiten? Kann gut sein, dass er gerade wirklich vielleicht auch dir irgendwie sagen möchte, hey, warte auf mich. Vielleicht ist es das, diese Message. Ich habe gerade schwere Zeiten in meinem Leben. Aber das ist jetzt nicht so, dass du das Hauptproblem bist. Also ich denke nicht, dass du jetzt hier das Hauptproblem bist. Dass du jetzt hier diese Schwierigkeiten bist. Nee. Sondern ich denke, hier spielt etwas anderes eine große Rolle. Ja? Lo so di avere usato cattiveria nei tuoi confronti. Lo non lo meritavi. Siehst du, wir haben hier eine Person aus der Vergangenheit. Diese Person hat dir wehgetan. Du hast es nicht verdient, sagt diese Person. Du hast nicht verdient, dass ich dich so behandle. Und zwar war ich böse gegenüber dir. Ich habe böse Dinge gemacht. Natürlicherweise kannst du jetzt sagen, ja, das ist auch mein Ex. Hier könnten mehrere Energien sein. Du hast ja mit einer Person abgeschlossen. Diese Person sendet aber dir hier energetisch diese Nachricht. Ich weiß, dass ich dir wehgetan habe. Verstehst du? Aber ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Das ist klar, niemand kann das rückgängig machen. Ja? Immer hier und jetzt sein, das ist wichtig. Persona ideale, vibrazione magica. Ja, ich habe das Gefühl, liebe Schützelein, du hast eine neue Person angezogen in deinem Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ihr seid immer noch mit deinem Ex, aber ich denke nicht. Du hast hier eine neue Person oder eine Person angezogen. Hier ist alles magisch. Magische Momente. Ich habe dich angezogen, du hast mich angezogen. Die Message ist hier eindeutig. Zwischen uns zwei ist es Magie. Magische Momente. Verstehst du das? Das ist jetzt hier wie wenn die höhere Macht hier auch noch mitspielt. Verstehst du das? Weil alles hat seine Zeit. Und wenn zwei Menschen, Attrazione Mentale, zwei Menschen zusammengehören, werden sie auch zusammenkommen. Ja, das spielt jetzt hier gar keine Rolle, wer jetzt hier den Fingerchen drin hat. Da kann jeder kommen, wer will. Das wird nicht kaputt gehen, weil die höhere Macht hier diese Menschen zusammentut. Ihr habt hier eine Hilfe. Und wenn es tatsächlich so ist, werdet ihr hier ein Paar. Wenn das aber nicht so ist, dann werdet ihr kein Paar. Hier Attrazione mentale, also hier ist eine mentale Anziehungskraft, also nicht nur körperlich, das ist wichtig, mental, das ist wow. Also ich finde, eine Person sollte dich auch von deiner Intelligenz, du kannst jetzt sagen, hey, ich nehme mir jetzt eine hübsche Frau, ja, oder einen hübschen Mann, der aber nichts im Schädel hat, der null intelligent ist. Verstehst du das, wenn du mit ihm ein Gespräch führst, das ist wie wenn du mit der Wand redest. Das ist doch keine Anziehungskraft.
Eine Person sollte auch einen Charakter haben, intellektual, sollte auch intelligent sein, sollte auch reden können. Verstehst du das? Also ich denke, nicht nur die Schönheit spielt eine große Rolle hier, sondern es geht hier um andere Werte. Diese Person schaut dir nicht nur das Aussehen, sondern schaut dir auch die innere Werte. Und natürlicherweise, liebe Schützelein, was ich auch noch gelernt habe, ja, bei diesem wunderbaren Buch über Elise Bailey, ja, dass der Schütze der dritte Sternzeichen ist von diesen Feuerelemente, der wirklich dann in diese Höhe, weil es gibt immer Pro und Contra von jedem Sternzeichen. Es gibt eine niedrige Vibration, ja, wo der Schütze niedrig vibriert, und dann gibt es eine höhere Vibration. Und da geht der Schütze Richtung den Geistige, Richtung die geistige Welt. Also der Schütze ist da wirklich spirituell angezogen. Ja, also es gibt viele Menschen, die jetzt in diesen Sternzeichen sind, die wirklich sehr viel erreichen können. Weil du ja diesen Sternzeichen auch hast. Du hast diesen Feuer. Alle Feuerelemente haben Lashindilla. Das ist so dieses, diese Flamme, die mit dem Geist zu tun hat. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Feuer in uns darf nicht ausgehen. Ja, und das ist das Geistige auch. Viele, viele, die Chinesen, ja, die sagen das auch. Es gibt viele, viele Traditionen, auch in der alten Mythologie. Die Flamme ist eigentlich auch das, was der Mensch erreichen sollte. Das ist wie die Sonne. Ja, ich weiß gar nicht, ob du das mitgehört hast, was Bill Gates für eine Idee hat. Ja, der möchte die Sonne bedecken, ja, weil, ja, das mit dem Klima und etc., ja, ich möchte jetzt gar nicht dazu irgendwie äußern, aber zu diesem Thema, die Sonne ist wichtig, das ist wichtig, das gibt uns diese Strahlen, ja, und das hilft uns auch geistig, ja, aber natürlicherweise Bill Gates, das ist immer, ich sage immer so, diese andere Seite, diese Blockade von der Menschheit, die Menschheit darf nicht evolvieren, aber trotzdem werden wir das schaffen, trotzdem, ja, ich sage, wir sind weniger, aber trotzdem werden wir das schaffen, ich sage immer, das Licht siegt, ja, über alles. Okay, für dich, lieber Schützelein, mit wem oder was, ja, haben wir hier zu tun, quasi die Energie, und was für eine Liebesbotschaftskarte müsste hier uns quasi etwas sagen. Ich habe schon eine Karte hier, die gefallen ist. Wow, Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Das kann gut sein, ihr seid hier befreundet oder du könntest jetzt hier eine wichtige Freundschaft haben mit einer wichtigen Person, ja, die gerade eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt, oder das könnte hier auch sein, du und diese Person, ihr seid befreundet. Ihr seid irgendwie auch gute Freunde. Hier spielt diese Freundschaft eine große, sehr große Rolle. Und guck mal, was du hier für eine schöne Karte hast. Das ist wirklich eine sehr schöne Karte. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Das ist wie wenn, hier wird gesagt, ich werde dich kennenlernen. Ja, ich brauche aber Zeit. Aber mit der Zeit wird diese Situation intensiver. Und auch dieser Band, weil du bist mit dieser Person nicht nur zusammen, sondern das ist auch dein bester Freund. Das ist doch das Allerschönste, wenn du mit deinem Partner oder Partnerin auch diese Freundschaft besitzt. Wow, das ist phänomenal. Ich finde das einfach sehr, sehr schön, liebe Schütze. Es gibt nicht Wörter oder es gibt einfach nicht dieses gewisse Etwas zu beschreiben, ja, das man spürt, weil du mit dieser Person Herz an Herz, Augenhöhe in Augehöhe reden kannst über alles, weil diese Person dir auch zuhört, ja? Okay. Für dich im Kollektive, mit welchem Sternzeichen hast du hier zu tun? Wer ist diese Person? Oder wer sind diese Personen? Weil hier könnten das auch zwei Männer oder zwei Frauen sein, ja? Lieber Schütze, das kommt immer drauf an, was du gerade irgendwie für eine Situation hast. Das kann aber auch gut sein, lieber Schütze, das ist deine eigene Energie. Alle Erdelemente, du hast hier Stier, Steinbock, Jungfrau, ja? Was haben wir noch? Neptuno, Fische, Marte, Mars, du hast hier Widder und Venere, Venus. Oh, ich liebe Venus. Ja, diese zwischenmenschliche Beziehung ist immer sehr, sehr wichtig. Und natürlicherweise die Gefühle, ja. Also hier hast du wieder Stier
Und Waage auch, ja, wenn es dir etwas sagt. Weil Waage, ja, passt auch sehr, sehr gut zu Schütze. Ja, das ist eine gute Verbindung, sage ich immer. Waage passt auch sehr gut zu viele Feuerelemente, auch zu Widder. Und Widder mit Schütze geht auch. Das würde auch gehen. Ja, das kommt immer drauf an. Ja, da ist man vielleicht beide sehr stolz, beide sehr dickköpfig könnten auch sein. Ja, also das ist nicht immer einfach. Okay. Lieber Schützelein, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen. Natürlicherweise freue ich mich über einen Feedback, ja, ob du resoniert hast mit dieser Legung und auch über einen Daumen nach oben, ja. Pass auf dich auf, lieber Schützelein, mach's gut, ja. Ciao!